Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, hat wieder eine Weile auf sich warten lassen, aber Battlefield 4 hat mich einfach nicht angezogen in letzter Zeit. Und dann bin ich noch umgezogen und bla, Keks, ach egal, Ausrede interessiert das sowieso keinen. Ja, jetzt kommt mal wieder ein neues Video, wieder ein Reverse-Feldversuch, habe ich ja bisher nie gemacht. Und ja, der Schimpanse hat mal wieder aufgerufen, eine Waffe zu spielen, nämlich die F2000. Ja, er hat aufgerufen, sie mit Rotpunktvisier und sonst nichts zu zocken, was ich recht schade finde, da ich der Meinung bin, dass die Waffe sehr, sehr stark von einem Griff profitiert. Darauf gehe ich aber nochmal ein. Und eigentlich finde ich auch das integrierte Scope cooler gefunden, wenn er genommen hätte, weil es einfach so eine Eigenheit der Waffe ist. Aber ich mache die Aufrufe nicht, deswegen beuge ich mich seinem Willen und erzähle euch eben was davon, was ich jetzt zu diesem Setup halte. Ja, Aufforderung war auch noch, das Ganze auf Conquest zu spielen. Conquest klein oder groß, war egal. Ich weiß nicht genau, welches Gameplay ich es da nehme, ob das jetzt das Caspian oder das Metro-Gameplay ist, aber ist ja auch erstmal scheißegal. Seht ihr ja jetzt im Hintergrund. Ja, F2000. Kommen wir erstmal wie immer zu den Stats. Ganz normaler Schaden, es gibt eigentlich nicht viel zu dem Schaden zu sagen. 25 Start, 18 Ende. Drop auf Ende bei 55 Metern, also ganz normal Standard wie bei jedem Sturmgewehr mit einer normalen Lato-Munition. Wir haben eine sehr hohe Feuerrate von 850 Schuss pro Minute. Das ist sehr interessant. Ist einerseits genial, andererseits auch Fluch dieser Waffe. Muss man mögen. Ich fand's ganz okay, sagen wir mal so. Magazingröße liegt bei 31 wie immer. Ja, sonst gibt's eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Was aber interessant ist, zum Beispiel die Nachladezeit ist extrem hoch. Fast 4 Sekunden, wenn ihr leer geballert habt und immer noch 2,7, wenn ihr eine Kugel noch drin habt. Das heißt, selbst wenn ihr noch eine Kugel drin habt, dauert es länger, zum Beispiel als bei einer M416, wenn sie komplett leer geballert ist. Also das ist schon echt heftig. Im Rückstoß ist es echt böse bei der Waffe. Nämlich, die hat einen sehr starken Side-to-Side-Recoil, also nach rechts und links. Der ist immerhin im selben Betrag. Das heißt, er pendelt sich ungefähr in der Mitte wieder ein. Aber es zieht halt doch stark hin und her. Und was auch extrem ist, der First Shot Multiplier, nämlich von 3, also dass dreimal so stark der erste Schuss reinhaut als der weitere Schuss. Deshalb finde ich auch ein Angle Grip echt gut an der Waffe, da man durch die hohe Feuerrate ja immer wieder in kurzen Bursts ballert und ja, dadurch ja auch jedes Mal immer wieder diesen First Shot Multiplier bekommt. Man kann jetzt nicht wie bei einer SAR-21 das halbe Magazin durchballern, ohne dass es groß was macht. Deswegen würde ich schon mal als erstes Attachment den Angle Grip dran machen. Ja, sonst ist immer die Frage, mit Side-to-Side-Recoil, da würde sich jetzt ja eigentlich ein Compensator anbieten. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du einen Compensator dran hat, dann wird er natürlich die Genauigkeit auf Distanz, gerade bei ein bisschen Dauerfeuer, um 30% verringert. Da die Waffe aber so eine hohe Feuerrate hat, schießt man so gut wie nie in wirklich einzelnen Schüssen, sondern man schießt immer so einen 5er-Burst automatisch raus, weil es so schnell geht irgendwie. Außer man ist extrem der Skiller. Und dann zählt das automatisch schon als automatisches Feuer praktisch. Und ich hatte echt das Problem, auf Distanz was zu treffen, wenn ich den Compensator dran hatte. Deswegen tatsächlich meine Empfehlung, lasst Muscle Break und Compensator weg. Ja, gewöhnt euch dran, das geht auch echt ohne das auszugleichen. Ja, gut. So viel zu den Stats und zu den Aufsätzen. Was halte ich vom integrierten Scope? Ich denke, ich mache am Ende vom Video noch die Szene rein, wo ich auf Caspian noch ein bisschen Distanz baller mit dem 1,6-fach Scope. Einfach um zu zeigen, wie das aussieht. Ich finde es echt futuristisch und relativ cool einfach. Und ich finde, es sieht episch aus. Deswegen benutze ich es gerne. Ich glaube, es ist nicht gerade das beste Scope, das man verwenden kann. Von der Übersichtlichkeit und allem. Aber es sieht einfach so genial aus von außen der Waffe, wenn die Kamera so ganz drüber geht. Ich bin da voll der Fan davon. Deswegen, ja, und da kann man auch ganz gut schildern, was für Probleme diese Waffe auf große Distanz denn so hat. Ja, kommen wir wie immer nochmal kurz zu den Real-Life-Daten. Das Ganze ist eine belgische Waffe, die F2000. Und die wird eben standardmäßig mit diesem 1,6-fach Scope, wie es hier ausgeliefert, das Battlefield gibt. Eigentlich ist die Version mit Picatinny-Schiene, Picatinny-Schiene, eine F2000 Tactical praktisch. Und entweder, wir haben hier praktisch im B4 so eine Mix-Version aus der Tactical und der normalen. Da bei der normalen, soweit ich das verstanden habe, dass
Visier fest montiert ist und man nur die seitlichen Attachments dran machen kann, während bei der Tactical eben eine lange Schiene oben drauf ist und man jegliche Visierung dran machen kann und eben auch Iron Sights dabei sind. Deswegen habe ich auch schon so einen kleinen stichelnden Kommentar unter Chimpanzee's No Addon Video geschrieben, aber ich denke mal, das sollte man. Ich denke, das war ganz gut verständlich, dass das Ganze nicht so ernst gemeint war, sondern eher so als kleine Stichelei. Jo. Ja, so viel dazu. Die Waffe ist extrem durchdacht, sag ich mal. Nicht so wie eine M16 oder so, sondern da haben die Leute sich wirklich was dabei gedacht. Nämlich, die Waffe ist erstmal ein Bullpup-Gewehr, das heißt, das Magazin steckt hinter dem Abzug. Das heißt, man hat einen langen Lauf bei kompakter Waffe. Das zweite ist, alles ist werkzeuglos montierbar. Ich weiß nicht, bei wie vielen Waffen das geht, aber auf jeden Fall ist das schon mal ein echtes Pro. Und die Waffe ist so konzipiert, dass sie praktisch gleichzeitig Schutz der Hände bietet und aber keine Ecken und Kanten hat, an denen man sich verheddern könnte. Deswegen eben auch dieses integrierte Scope, das sich so komplett anspiegt. Das ist vor allem für Panzerfahrer und sonstige Fahrzeug wichtig, Leute wichtig, um sich eben nicht an der Kleidung zu verheddern, wenn sie irgendwo einsteigen. Die P90 ist ja auch von der gleichen Firma und die ist ja wirklich komplett auf Panzerfahrer konzipiert. Ja, diese Waffe verfolgt ein bisschen dieselbe Philosophie. Auch interessant ist zum Beispiel, dass die Waffe einen Hülsenaufsatz hat, der nicht seitlich verstellbar ist, also rechts oder links. Also man die Waffe nicht umbauen muss, wenn man sie von der rechten oder linken Schulter abfeuern will, sondern da ist so ein kleines Röhrchen drin, wo die Kugeln sich praktisch drin vorschieben und erst praktisch nach dem dritten Schuss die erste Kugel raus, erste leere Patrone rausfällt. Dadurch fällt es halt ganz ein bisschen weiter vorne an der Waffe raus und es fliegt dem Schützen nett ins Gesicht. Ja, haben sie sich richtig was dabei gedacht, ist echt eine interessante und coole Waffe, wird aber nicht groß benutzt, wird von Slowenien und Libyen benutzt. Naja, Libyen hat er 2008 noch welche bestellt, hat noch 367 bekommen von den 400, die es bestellt haben, bevor es da ein bisschen drunter und drüber ging. Und Slowenien hat ihr ganzes Militär damit ausgestattet. Jo, so viel dazu. Was halte ich von der F2000? Ist echt ein cooles Teil, hohe Feuerrate, ist ein echtes Nahkampfbiest. Und natürlich durch die hohe Hüftgenauigkeit, die man durch das Bullpup-Design hat, auch echt genial, manchmal vielleicht um einen Laserpointer dran zu basteln. Auf Distanz empfehle ich die Waffe definitiv nicht. Da gibt es wirklich bessere Alternativen. Aber man sieht, es ist möglich, die Waffe auf diese Distanzen zu missbrauchen, sage ich mal absichtlich. Okay, soviel dazu. Was müsst ihr machen, um die Waffe freizuschalten? Haben wir noch gar nicht erzählt? Klar, ist gar nicht schwierig. Ihr müsst 10 Kills in der Metro machen und zwar nicht auf der Map Metro. Doch, natürlich auch auf der Map Metro, aber eben in der Metro unten drin, da wo die Züge stehen. Und noch 2 Assist Ribbons, glaube ich, sind. Und ja, dann habt ihr mal freigeschalten. Ich hatte sie plötzlich da. Also, ich habe sie schon, bin absichtlich schon auf den Server gegangen, um sie freizuspielen. Aber mit mir kam das Pop-up nicht. Dadurch weiß ich nicht, wann ich genau diese 10 Kills hatte. Daher kann es sein, dass vielleicht auch schon der obere Bereich mit der Fahrkarten- und Schalterhalle-Gedöns auch schon dazu zählt. Ja, kommen wir kurz. Second Assault. Was habe ich da? Was halte ich davon? Ja, es ist traurig, aber wahr, es sind echt die besten Maps in B4. Mal, es gibt eigentlich nur eine Map, die mir wirklich gut von den Standard-Maps gefällt und das ist Parasol Storm. Die finde ich echt geil, aber der ganze Rest ist echt nicht so meins. Und gerade was Rush angeht, bin ich echt ein bisschen froh über den Second Assault DLC, aber irgendwie auch enttäuscht. Nämlich einmal Metro funktioniert echt gut auf Rush, also da kann man echt nichts sagen. Aber es gibt so viele andere geniale Rush-Maps, die sie hätten bringen können. Wie Demavent, Großer Bazaar, Zen Crossing. Das sind so tolle Rush-Maps. Und die bringen halt wieder doch hauptsächlich Conquest-Maps wie Caspian. Die ist, also Caspian finde ich echt gelungen mit ihrem Umbauten, mit dem großen Kenswall und dem Turm, der jetzt da oben steht und dem Geheimgang und so Zeug. Echt gelungen, finde ich super. Aber sonst, ja, Firestorm habe ich nie sonderlich gemocht. Daher verstehe ich nicht ganz, warum sie das reingenommen haben. Ich kenne auch kaum jemanden, der wirklich sagt, boah, das war eine geile Map, die muss unbedingt wieder dabei sein. Gold von Oman ist halt ein Klassiker. Mit dem Sandsturm echt gefallen im Hardcore-Modus, interessante Map. Da komplett ohne Spotting und so, spielt sich lustig. Und ja, was haben wir sonst noch? Irgendeine fehlt ja noch, oder? Nee, sind wir nicht alle durch, waren ja nur 4 Stück. Daher, gerade ich hätte mir noch ein bisschen mehr Rush-fähige Maps gewünscht, die es ja leider im B4 weniger gibt, ja. Muss ich halt Obliteration zocken auf Shanghai, das funktioniert auch ganz gut.
Okay, dann wie immer lasst mir ein kleines Feedback in den Kommentaren da, wie euch das Video gefallen hat. Kleine Verbesserungsvorschläge und so weiter sind immer gerne erwünscht. Und ja, natürlich dürft ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder mich abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Da freut man sich immer drüber. Ich will dann darum aber erst nicht betteln müssen. Solltet ihr aber trotzdem meinen, ich hätte es verdient, von euch abonniert zu werden, dann schaut euch mal auf die Facebook-Seite vorbei. Da verpasst ihr garantiert nichts, weil dadurch, dass ich nicht so oft Videos machen kann, ist manchmal die Abo-Box nicht so richtig, nennen wir es, zuverlässig. Okay, dann bis zum nächsten Mal, euer Fluss.